du selber dann Gänsehaut oder? In solchen Momente, ja klar. Ich war einmal, also mehrmals im Stadion beim Spiel und ich habe Junevo Macalon zweimal verpasst und ich war ziemlich böse. Du wurdest jetzt kürzlich zum Kammersänger der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Richtig. Gratulation nochmal. Danke. Ja, das genau. Ist eine große Ehre für mich. Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast. Ja, Jackie, ich glaube, unseren heutigen Gast brauchen wir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich möchte ihn aber gerne vorstellen. Aber wir, genau, das gehört sich ja so, von daher machen wir das trotzdem. Denn Morgan Moody sitzt heute hier bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Morgan. Hi. Schön, dass Guten du hier Morgen. Bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit hast. Du hast heute schon geprobt. Ja. Schon fleißig gesungen. Richtig. Was hast du denn gesungen? Ich habe You Never Walk Alone gesungen. Oh. Mit Orchester. Mit Orchester direkt? Ja, genau. Heute Morgen war unsere Generalprobe für die Konzerte heute Abend und morgen Abend im Konzerthaus. Und es geht um, also zumindest die erste Hälfte im Konzert heute Abend geht um Fußball. Und Herr Michael Stille und Nobby Dickel vom Stadion, der Stadionsprecher, die machen einen Kommentar heute Abend, die begleiten das. Und You Never Walk Alone darf natürlich nicht fehlen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Schon mal im Stadion gewesen? Ein paar Mal, ja. Ja. Und das dann auch mitgekriegt, oder? Das ist ja wunderschön. Ja, genau. Und ich glaube, das hat sich schon mittlerweile rumgesprochen. Ich als Liverpool-Fan, Riesen-Liverpool-Fan, die Parallele zwischen, also die Beziehung zwischen BVB und Liverpool ist schon längst bekannt. Also, erste Stelle, Mr. Klopp. Natürlich, und, ganz wichtig. Ja, genau. Das war, ich habe es nicht live erlebt, aber im Fernsehen erlebt, wie Liverpool und Dortmund gegeneinander vor ein paar Jahren, ungefähr 7, 8 Jahren, irgendein Europapokalspiel, wo die gegeneinander gespielt haben, hier im Stadion, wie die zusammen gesungen haben. Das war wirklich Wahnsinn. Gänsehaut wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Als Fußballfan, ja. Ja. Aber dann ist You Never Walk Alone dann ja auch nochmal wirklich Gänsehaut. Kriegst du selber dann Gänsehaut, oder? In solchen Momenten, ja klar, ja immer. Ja, ich war einmal, also mehrmals im Stadion beim Spiel und ich habe You Never Walk Alone zweimal verpasst und ich war ziemlich böse. Meine Freunde, die länger draußen bleiben wollten, Rote Erde, die wollten weiter Bier trinken und ich war, nein, wir müssen You Never Walk Alone hören. Das geht doch gar nicht. Nee, das geht ja wirklich nicht. Ja. So. Schön. Ja. Ja, aber du singst auch noch einiges anderes in dieser Spielzeit. Ja. 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 Hast schon einiges gespielt? Ich habe einige Produktionen schon hinter mir. Wir haben Zauberflöte schon hinter uns. Diese Saison habe ich Papageno gesungen und ich habe auch La Bohème hinter mir. Journal habe ich gesungen. Also die zwei Produktionen habe ich schon. Es läuft noch Orpheus in der Unterwelt. Mhm. Das ist noch aktuell und kommen noch zwei Produktionen. Wir fangen Donnerstag an mit Fin de Partie von Georgi Kurtak, auf Endspiel basiert von Beckett. Wen spielst du da? Ich spiele Klov, ja, der quasi der Diener. Mhm. Ja, der am meisten zu tun hat, also bewegungstechnisch und so. Alle anderen sind ziemlich statisch, also Rollstuhl, Eimer, Mülleimer. Und ja, ich bin der Einzige, der sich überhaupt bewegt, mit einem Bein. Also intensive Proben dann. Ja, wir sind nur zu viert und wir haben so gut wie 7 Wochen, was ziemlich viel ist. Ich meine, für eine ganze Produktion hat man normalerweise 6 Wochen, aber wir haben 7 Wochen diesmal, also wir werden viel Zeit haben. Bin gespannt. Auch wo es in der Unterwelt läuft, auch noch bis Mai, da sind ja auch noch einige Veranstaltungen. Richtig, das sind ungefähr 2 Vorstellungen pro Monat durchschnittlich. Und nach Fin de Partie, dann machen wir weiter mit unserer Ring. Ich bin in Rheingold und singe Donner. Das singe ich zum ersten Mal. Muss ich noch ein bisschen lernen. Aber bis dahin gibt es genug Zeit. Ja. Ist auch sprachlich immer unterschiedlich, ne? Also Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, ja, alles, ne? Ja, 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 ja. Das ist das Schöne an Theater. Also zumindest Musiktheater als Opernsänger. Ja, also mehrere Sprachen pro Saison ist ziemlich gang und gäbe für uns. Und wie lange im Voraus, bevor die Proben anfangen, beschäftigst du dich mit einer Rolle, beziehungsweise fängst du an, dich vorzubereiten? Sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, ja, ich darf noch nicht beichten, was wir nächste Saison machen, aber ja, meine erste Produktion habe ich jetzt schon angefangen. Da mache ich die Hauptrolle. Ich habe schon damit angefangen, da ist viel Text und Überlappen mit über Musik und so und wird einfach sehr viel für mich daher. Ich fange schon an, Gedanken zu machen. Fin de Partie zum Beispiel, was wir Donnerstag anfangen, habe ich schon 2 Produktionen gemacht. Letztes Jahr habe ich in London das Stück gemacht. Daher kenne ich das Stück ein bisschen. Das ist noch in meinem Gehirn ein bisschen aktuell noch. Daher musste ich nicht so viel Zeit damit auseinandersetzen. Obwohl das Stück ziemlich kompliziert ist. Ich bin sehr froh, dass ich das Stück schon kenne. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich sehr früh anfangen müssen. Aber schauen wir mal, ob das noch zurückkommt. Aber es ist sehr unterschiedlich, um dich zu antworten. Du hast gerade schon die neue Spielzeit angesprochen. Wir dürfen es ja, wie du sagst, nicht verraten. Natürlich aber nicht. Warum? Sonst kriege ich Ärger von meinem Chef. Genau, darfst du es nicht verraten, alle, Linda? Kriegen wir alle Ärger. Ja, wir kriegen alle Ärger. Okay, dann verraten wir es natürlich nicht. Ja. Aber die wird abwechslungsreich für dich. Sehr. So können wir es sagen, glaube ich. Ja, also das stimmt. Das ist ein schönes Segway. Ich finde es
ja. Ich will nicht sagen, dass das Oper mich langweilt, das wäre natürlich doof für mich zu sagen, aber ich finde, also es macht schon Spaß für mich, mal Oper, mal leichtere Sachen, Operette, Musical, wenn es geht, zu machen. Macht Spaß. Die Mischung macht. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also Always in der Unterwelt, habe ich schon gesehen und fand es einfach grandios. Aha. Jupiter spielst du? Ja, genau. Und wie ist das so für dich, auch diese Rolle zu spielen? Es ist göttlich. Nee, das macht Spaß. Die Rolle muss man nicht unbedingt wie eine klassische Opernsänger singen. Vor allem ist das Operette. Sehr viel Sprache habe ich rein in die, also auch in die musikalische Teile. Sehr viel Parlando, sehr viel Sprech, also Text und viel Schreie. Muss alle meine Götterkinder anschreien, ständig. Geht nicht ohne. Ja. Aber es macht doch richtig Spaß dann, ja, ne? Ja, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht heiser werde am Ende, aber ja. Alles rauslassen. Genau, genau. Für die letzte Vorstellung überlege ich es dann natürlich so. Gibt es andere Rolle, die du auch, also in Office in der Unterwelt, wo du sagst, ach, da hätte ich auch noch Bock drauf? Ja, also ich weiß nicht, ob ich Bock darauf hätte, weil ich hätte dich nicht besser machen können als natürlich zum Beispiel Shorty Scheumann, spielt Stücks und er macht das so grandios. Ich hau mich immer weg, wenn er auf der Bühne ist und wie er einfach spielt und alles darstellt, ist es einfach großartig, ihn zu beobachten, so nah. Aber die Rolle zu tun, nein, hätte ich halb so gut gemacht. Hast du generell irgendeine Rolle, wo du sagst, die würde ich mal gerne spielen? Was ich noch nicht gemacht habe, meine Top 5 Liste. Ja, klar, das muss ich eigentlich Germershausen demnächst mit Ihnen darüber reden. Was machen wir jetzt demnächst? Also, ich habe ein paar Ideen. Ja. Ja, klar, ich habe so meinen Top-5-List von Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Und jedes Jahr, wenn er kommt und sagt, okay, wir machen das in 2-3 Jahren, dann kann ich hoffentlich mal so eine Wunschrolle abhaken. Manchmal passiert es, manchmal nicht. Aber ich meine, Sweeney Todd steht wahrscheinlich ganz oben mit drauf, oder? Sweeney Todd wäre natürlich eine Wahnsinnsrolle, was ich sehr gerne machen würde. Also schauen wir mal, ja, ob Herr Germershausen, ob ich ihn überzeugen kann, dass wir das machen. Das wäre echt schön. Aber generell Bösewichte, das ist so deins, ne? Ja, warum nicht? Also ich spiele sehr, sehr gerne. Also das ist ein großer Teil von mir als Darsteller. Ich spiele und ich lasse meine Charaktere und Rollen wirklich in meine Stimme. Also meine Stimme zeigt eher die Rolle als umgekehrt für mich. Und ja, Bösewichten gehören dazu. Das macht Spaß. Das glaube ich. Macht dir mehr Spaß, diese lustigen Rollen oder die bösen Rollen? Oh, ich finde, weiß ich nicht. Also jeder hat eine Meinung dazu, glaube ich. Aber ich finde, lustig zu sein, ich finde es schwieriger, lustig zu sein, als böse zu sein. Böse kommt irgendwie natürlich. Ja, frag meine Kinder. Nein, böse kommt irgendwie für mich viel leichter als lustig sein. Lustig, wenn man Glück hat, sind dann die Sachen, die man probt, kommen dann lustig ans Publikum. Natürlich über 6 Wochen, man macht dann Momente, Pointen und so, Comedic Timing und alles. Und es ist auch sehr wichtig, wer auf der Bühne mit mir steht und wie der Regisseur, wie locker er ist oder wie genau er das haben will. Ich finde zum Beispiel, du hast vorher gerade Sweeney erwähnt, das ist eine Rolle, wo man viel, obwohl es sehr dunkel ist und ist natürlich, ist der ein böser Mensch? Ja, klar, der ist böse, der tötet Leute. Aber es gibt auch viel Comic in dem Stück. Also das ist ein Stück, wo man wirklich fast beides gleichzeitig machen muss. Klar, wenn es kommen würde, würde ich mich sehr freuen, das Stück auseinanderzusetzen. Du bist viel beschäftigt, aber guckst du selbst noch irgendwie Opernmusicals? Ja, ich war zum Beispiel vor 2 Wochen in Zürich und habe tatsächlich Sweeney Todd gesehen. Guck mal, ja, super. Als ob du das wusstest. Ja, ich bin nach Zürich geflogen und habe Bryn Terfel und Angelika Kirschlager in Sweeney Todd gesehen, eine Produktion von Andreas Homoki. Zürich ist mein altes Haus, also daher war es auch so ein bisschen so ein Homecoming für mich. Ich habe viele Leute wieder gesehen und es war wirklich schön. Und ich wollte einfach sehen, wie ein Held wie Bryn Terfel, der ist für mich ein Held und wie er das einfach macht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man so beschäftigt ist im Theater und also hat man so endlich mal einen freien Abend. Ich glaube, das Letzte, was man machen will, ist manchmal einfach ins Theater wieder zu gehen. Also daher, das finde ich schade auch. Ich bin lange nicht mehr ins Schauspiel gegangen, wobei ich das sehr gerne früher gemacht habe. Aber je älter ich bin und je weniger Zeit ich habe jetzt auch 2 Kinder zu Hause. Ja, Zeit ist wirklich ein Premium. Also das ist so. Wenn dann mal einen freien Tag oder freien Abend hast, ist dann natürlich viel Familienzeit. Man freut sich einfach, ne? Zu Hause zu sein, glaub Kids ich. Ins Bett zu bringen. Ja, und, ja schön. Ja, das ist immer der Nachteil, sage ich auch immer, wenn man quasi sein Hobby zum Beruf macht, dann verschwimmt das ja immer alles. Also ich glaube, das kennen viele Theatermenschen. Genau, mein Hobby darf nicht Theater sein, obwohl das macht noch Spaß. Das macht noch Spaß. So soll es eigentlich sein. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du mit Heribert ja auch über zukünftige Produktionen sprichst. Daraus hören wir so ein bisschen, dass du dem Theater Dortmund noch lange treu bleibst. Ich sag mal so, ich bleibe Dortmund so lange treu, wie ich darf.
Ach, und schön. Ja, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein noch. Und Dortmund war für mich am Anfang einfach ein Zwischenstopp. Als ich noch jung und fit war, als ich herkam, ich dachte, okay, 5 Jahre vielleicht und dann weiter. Dann kommt das Leben einfach dazwischen. Bin aber sehr glücklich, noch hier zu sein. Dortmund ist auch schön, oder? Was machst du so in der Freizeit mal in Dortmund, wenn du frei hast? Natürlich sage ich niemandem, was ich in Freizeit mache, weil ich nur den. Nein, natürlich nicht. Jetzt ist die Uhrzeit oder den Tag. Genau, ja, genau. Also nächste Woche, 12.30 Uhr, werde ich ein schönes Leben ganz schön privat und ruhig Mittagessen gehen. Guck mal, ein schönes Leben. Nee, sehr lecker, Kreuzviertel, ja. Super, ja. Also es gibt sehr schöne Ecken in Dortmund. Dortmund ist mir sehr nah gewachsen. Sehr schön. Und, ja. Kann ich verstehen. Und was ist das Besondere für dich hier am Theater Dortmund? Ja. Weil man sieht dich ja auch immer hier auf Premieren, wo du jetzt nicht auf der Bühne stehst, ne? Genau, ich war gerade in Montagne Noir gerade am Wochenende. Weil das ist auch ein Stück, was man gar nicht kennt. Mhm. Das wurde zum zweiten Mal überhaupt gemacht. Wenn es so ein besonderes Stück ist, klar, dann bin ich da. Mhm. Ich möchte das einmal sehen. Ja. Mal schaue ich ein paar Proben an oder irgendwas, wenn ich nicht bei der Premiere sein darf und ein Babysitter organisiert sein kann, dann sieht man mich da, ja. Das heißt, du fühlst dich schon verbunden auch zu dem Haus hier. Ja, klar. Und ist mir auch wichtig, meine Kollegen zu unterstützen dabei und zu sehen, was die schaffen und wie die arbeiten. Verständlich. Mhm. Einfach mal genießen. Du bist jetzt seit der Spielzeit 2011/12 hier. Ja. Und diese Spielzeit war ja schon auch ein Highlight für dich. The Elephant in the Room, es ist alles geschmückt in deiner Garderobe, in der wir gerade sitzen. Ja. Genau, du wurdest jetzt kürzlich zum Kammersänger der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Richtig. Gratulation nochmal. Danke. Glückwunsch. Ja, das genau. ist eine große Ehre für mich. Ich muss beichten, mein Leben. Ich habe in Boston studiert, Boston University, und mein Lehrer war Richard Cassidy. Und Richard Cassidy war auch Kammersänger in Hamburg, schon vor ein paar Jahren. Und ich wusste gar nicht, was Kammersänger war. Also als ich erfahren habe, dass er Kammersänger, alle meine Freunde und so, ja, der ist Kammersänger, okay, gut für ihn. Was heißt das? Cool. Und dann haben die das natürlich erzählt und wie ich gesehen, was für ein Mensch der ist und war. Das war für mich natürlich, als ich nach Deutschland kam und Europa kam, war natürlich irgendwann mal ein Ziel, was ich dachte, was ich nie erreichen würde, weil sehr oft heutzutage als Sänger bleibt man nicht so lange im Haus, also wie damals. Und es ist mir einfach wirklich eine Riesenehre, dass ich das hier in Dortmund erreicht habe. Heribert Germishausen, also der Opernintendant, hatte ich ja quasi vorgeschlagen für den Titel. Richtig. Und der wurde dann von dem Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit der Stadt Dortmund, die haben quasi zugestimmt, dass du diesen Titel verliehen bekommst. Ja, erzähl doch nochmal kurz, was der Titel bedeutet für alle, die es eben, genau wie du damals, vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben. Oh Gott, jetzt muss ich meinen Spickzettel ausholen. Nein. Kammersänger ist, wenn man viel zu lange in einem Stadt bleibt. nein, also wenn man in einem Stadt länger ist und eine besondere Kontakt zu Publikum, zu Dortmund, zur Stadt selbst eine gewisse Präsenz hat und Sachen auf der Bühne zu bringen und eine Beziehung mit den Zuschauern einfach zu entwickeln und zu binden. Also für mich ist immer, ich mache das nicht für mich immer, also ich mache das natürlich für Dortmund und für die Leute, die jeden Abend hier sind. Also das ist für mich wichtig, dass sie immer was erleben und nicht nur so jemand sehen, der auf der Bühne einfach singt. Meine Ankleiderin Petra kann bestätigen, ich bin pitchnass nach jeder Vorstellung. Also ich mache einfach komplett, also meine komplette Körper und Seele da rein. Und ich hoffe, dass das rüberkommt, dass ich alles gebe für dieses Theater hier in Dortmund. Aber was Kammersänger bedeutet? Das ist wie ein Darsteller, wenn er auf der Bühne steht, wenn jemand irgendwie so böse ist, wie wir vorher gesprochen haben. Es geht nicht nur um, dass der Darsteller böse spielt, sondern wie die Kollegen und die anderen auf ihn reagieren. Mhm. Und für mich ist es nicht so, hey, ich bin hier morgen Moody, der Kammersänger, sondern das ist einfach eine Entscheidung von meinem Chef, vom Kulturministerium und alle, die mich kennen, die nehmen das wahr, was ich mache. Und daher geht es eher um, hey, ich bin hier wichtig, ich bin hier der Bassbariton des Hauses. Und für mich geht das nicht. Es geht eher um, wie die auf mich reagieren, wenn ich was auf der Bühne bringe. Schön erklärt. Das makes sense, ja. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgedrückt ist. Ja. Aber für mich geht es eher um, wie die mich wahrnehmen. Das war so. Um deine Laufbahn und deine Arbeit einfach zu ehren. Auch, ja, auf jeden Fall. Ja, okay, das müsst ihr, also müssen andere sagen. Also ob das wirklich meine Art ist, sowas zu sagen, das ist, nee, ich bin eher so ein bisschen so, okay, danke, ja schön dass sie das so meinen. Deshalb hast es dann ja auch noch mehr verdient. Ja. Also einfach, das ist schon schön einfach. Danke, ja. Die Würdigung. Ich freue mich, ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue. Nee. Also klar, ich freue mich sehr, auch für meine Familie, es ist einfach eine große Ehre. Und schon schön. Glückwunsch noch. Ja, genau. Ja. Vielleicht soll ich auch an dieser Stelle auch Herr Germishausen bedanken, die Kulturministerium natürlich, alle, die für mich entschieden haben. Ja, und für die,
nicht für mich entschieden haben. Ich hoffe, dass ich die dann irgendwann mal überzeugen kann, dass ich das doch verdient habe. Ja, wenn die dann kommen und sagen, ach, der ist es geworden. Ah, ja, okay, ja. Geht. Ja, der kann schon, okay. Ja, geht doch. Ist okay. Ja. Kannst du irgendwie eine Rolle oder generell irgendeine Produktion nennen, wo du sagst, das war bisher so mein Highlight oder meine Herzensrolle oder die habe ich besonders gern gespielt? Boah, seit ich hier in Dortmund bin, ich habe viele Highlights. Also, gosh, uiuiui, da muss ich wirklich überlegen. Muss meine Liste rausholen. Ja. Ich habe alle Rollen, die seit ich hier bin, ungefähr 30 Premieren, nee mehr. Muss also nicht die Lieblingsrolle sein, aber eine der besonderen. Ja, also ich würde sagen, ich habe einen Top 5. Ja, okay. Also ich habe definitiv Figaro habe ich hier gemacht. Lenozzo di Figaro, Marriage of Figaro, also Figaros Hochzeit. Leporello und Don Giovanni, Fred Graham in Kiss Me Kate. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit Emily Newton, meine ehemalige Bühnenfrau hier, die mittlerweile in Nürnberg singt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Papageno macht immer Spaß, glaube ich, ja. Wobei ich einfach merke mehr und mehr, dass ich einfach körperlich, ich muss mich wirklich ein bisschen mehr kümmern. Das ist schwierig, körperlich, ja. Wenn ich sehe, wie die jungen Kollegen da überall so Putzelbäume machen und so. Na. Ich habe mitbekommen in einem anderen Interview auf jeden Fall, da hast du gesagt, wenn du dich so auf so Rollen vorbereitet und das ist eine andere Sprache, dann übersetzt du alles, nicht nur deine Rolle, sondern alles? Ja, klar, das geht nicht anders. Ja, vor allem alles, was auf der Bühne passiert, ja. Also wenn ich auf der Bühne bin, wenn es eine große Rolle ist, wie Figaro oder Leporello oder Papageno, zum Glück muss ich Deutsch nicht mehr übersetzen, aber ja, auf Italienisch, das Erste, was man überhaupt macht, ist alles übersetzt, bevor ich überhaupt Töne lerne. So fürs Verständnis ja, einfach, dann genau. Gibt dir mehr Selbstbewusstsein oder einfach ja, Sicherheit? Ja, und wenn man den Text kennt, dann kennt man die Rolle besser und das gehört zum Vorbereitung und dann ist es leichter, alles auswendig auch zu lernen, dann weiß ich genau, was ich singe und genau, was auf mich zukommt und was die andere Kollegen, statt einfach, sie sagt irgendwas auf Italienisch, ich gucke sie an und nicke einfach so, ja, eigentlich soll ich nein nicken, aber ich nicke ja, weil ich keine Ahnung, was sie singen. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht, das ja, stimmt. Also, ja, ich muss alles übersetzen. Ja, okay. Auch die Kleinigkeiten, was verschiedene Komponisten, so die kleinen Zuweisungen. Mhm. Ja, wow. Ja. Wobei in Deutschland, ja, viele Regisseure achten nicht mehr auf solche Sachen. Ach so, die okay. Machen einfach das, was die wollen. Aber die Sprache lernt man die dadurch irgendwie so ein bisschen oder eher nicht? Ja, klar. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass ich wie ein Italiener klinge. Ja, leider. Aber man gibt sich Mühe. Wie viele Sprachen sprichst du? Sprechen? Ja, oder? Ja, gut. Also, ich würde jetzt auch Schulfranzösisch Deutsch, Englisch, kann ich, aber. Ja, Schulitalienisch, Serbisch für Kinder kann ich ein bisschen durch meine Frau. Und macht ihr dann dreisprachig zu Hause oder wir was? Wir machen dreisprachig zu Hause. Wahnsinn, ja, genau. Toll. Mhm. Cool. Ja, ist interessant. Das glaube ich. Auch böse, wenn die über mich reden wollen und dann irgendwas auf Serbisch sagen. Ah. Ey, ich habe die Hälfte verstanden. Also pass auf. Ja. Hast du noch was oder sollen wir eine Rubrik machen? Lass uns mit den Rubriken starten. Sehr gerne. Gläschen ziehen oder? Können wir machen, ja. Also wir haben ja unser Glas vorbereitet mit so ein paar Theaterbegriffen, Opernbegriffen. Ja, genau. Ja, mal, ich schüttel noch mal ein bisschen. Ja, dann ziehst du was und mal gucken, was da rauskommt. Ob du jetzt was erzählen kannst. Hier steht Matinee. Ich liebe Matineen. Warum? Nein, das ist eine Lüge. So. Ja, dann muss ich früher aufstehen. Was ist mit Matinee gemeint? Was ist das? Was fällt dir dazu ein? Für alle, die jetzt vielleicht noch nie bei einer Matinee waren. Was, ich dachte, du wolltest das erzählen. Echt? Nee. Also in Dortmund ist ein Matinee. Also wir haben plus minus 2 Wochen vor alle Premieren haben wir ein Matinee, was normalerweise 22:45 anfängt. 11 Uhr irgendwie, denke ich auch immer. Genau, ich glaube, alle kommen von der Kirche direkt um 11 Uhr fertig und kommen alle hier rüber. So ist und, das. Genau, deswegen ist es 22:45, oder? Genau. Und der Dramaturg von dem Stück, was wir aktuell machen, erzählt über das Stück. Es gibt dann ein paar musikalische Beispiele. Der Regisseur redet ein bisschen, mal Kostüm, Bühnenbild, damit man so einen frühen Einblick in ein Stück kriegt. Und manchmal muss man um 23:45 ein Riesenaria singt, was man lieber um 19:30 am Abend singen würde. Wenn man da wärmer ist schon. Genau, mit der Stimme, also ne? Deswegen ist es immer so. Aber die Leute sind immer sehr, sehr nah dran, also man muss nicht immer so volle Gas geben, aber einfach einen Einblick geben. Ja, das macht Spaß. Bisschen Interview und dann geht man nach Hause und isst man Mittag. Ja. Das ist eine Matinee. Ja, in andere Häuser, in manche Häuser, zum Beispiel in Zürich war ich vorher, wir haben auch Matineen gehabt, wo zum Beispiel Doppelvorstellungstagen, wo man um 13 Uhr und
20 Uhr spielt und 13 Uhr war dann ein Matinee. Mhm. Aber je nach Haus. Ja, früher, als ich getanzt habe und wir auch so mit unserem Verein dann irgendwie so eine zweistündige Show auf die Beine gestellt haben, war auch dann eine Matinee auch um 11 Uhr dann immer, dass wir dann eine morgens gemacht haben. Ja, war Spaß. Ja, war Spaß. Sonntags morgens dann mit. Komm, lass es um 9 machen, bevor die alle in die Kirche gehen. Komm, warum nicht? Ja. Ist schon lustig auf jeden Fall. Aber Mensch, das wird auf jeden Fall dann passen. Du bist nicht so dann der Morgenmensch oder was? Entweder oder? Morgen, Abendmensch? Sagen wir so, ich bin zum Morgenmensch gezwungen durch meine Kinder. Ja. Aber früher warst du ein Abendmensch eher. Ich bin definitiv immer noch ein Abendmensch, ja. Definitiv. Also schläfst du dann sehr wenig oder was? Zu wenig. Ja, gut, kenne ich. Erlebt man mehr. Erlebt man mehr vom Tag. Muss man sehen. Ja, genau. Ansonsten entweder oder, ich mache einfach mal weiter, entweder oder generell Urlaub, Meer oder Berge? Meer. Warum? Ich komme aus Kalifornien. Ach ja, ja, stimmt. Definitiv. Kannst du surfen? Ich könnte surfen. Ich habe es mal ein bisschen gemacht. Das war nicht so mein. Ich bin eher so ein Bodyboard-Typ. Ah, okay. Ja, das geht ja noch hier so an der, ja, kleine Wellen haben wir hier nur, aber mit dem Bodyboard geht das mal an der Nordsee. Oder in München zur Englische Garten gehen. Ja, das ist natürlich. Das ist krass, ne? Warst du das schon? Ich hab's gesehen, ja. Ah, das ist super. Cool. Ja, das ist wirklich gut. Ja, aber bin nicht so ein Surfer, aber definitiv mehr. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ohne geht's nicht. Aber ich trinke auch viel Tee. Ja? Aber definitiv Kaffee. Kannst du Entscheidungen treffen? Oper oder Musical? Als Darsteller oder Zuschauer? Als Darsteller? Als Darsteller? Oh Gott, das ist schwierig zu sagen. Du wolltest auch? Das geht nicht, ne? Doch, das geht. Ja, okay. Wenn's nicht. Aber ich liebe beide. Ja, eine gemeine Frage. Ich liebe beide. Ja. Als Zuschauer kannst du dann eine Entscheidung treffen? Ja, sowohl das auch. Geht nicht, oder? Geht nicht. Aber gibt's ein Lieblingsmusical, eine Lieblingsoper? Geht das oder auch nicht? Oh, sag mal so, für mich geht es um die Besetzung und um die Darsteller und ob die gute Darsteller sind oder nicht. Das ist egal, welches Stück. Wenn ich mein Lieblingsstück sehe, wenn die Darsteller nicht liefern, dann bin ich böse, dass ich gegangen bin und die 4,5 Stunden geschenkt habe. Ja, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Okay. Aber es geht um die, wie die Darsteller alles machen. Wie das dann umsetzen. Genau. Kannst du eine Entscheidung treffen, Zauberflöte oder Orpheus in der Unterwelt? Zauberflöte. Oh, guck mal, das ging schnell. Warum? Ich finde beide Stücke toll. Mhm. Zum Glück ist der Regisseur das gleiche. Also Niki Habjan hat beide Stücke hier inszeniert. Daher ist es nicht so schlimm, dass ein Regisseur kurz kommt. Mhm. Ja. Gut, lieber Bösewicht auf der Bühne oder Held hatten wir ja irgendwie schon, ne? Ja, ein Bösewicht. Muss ja, sein. Definitiv. Ich glaube schon. Ja, gut. Mhm. Wollen wir mit der dritten starten? Sehr gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dir ab und zu auch Opern, Musicals an anderen Theatern oder hier anschaust. Mhm. Zu einem Theaterbesuch gehört ja eigentlich ein ganz langer Prozess. Man sieht irgendwie, die Produktion kommt, ich kaufe mir das Ticket und der Theaterbesuch endet ja eigentlich damit, man fährt nach der Vorstellung nach Hause und spricht nochmal mit seinen Liebsten über das Gesehene. Ja. Was würdest du sagen, ist in dieser ganzen Zeit dein Lieblingsmoment? Kannst du den festmachen? Als Zuschauer. Erstmal als Zuschauer, ja. Also voraus muss ich sagen, vielleicht ist mein Erlebnis als Zuschauer, weil ich auch Sänger bin, ein bisschen anders als jemand, der nichts mit Theater zu tun hat. Sehr oft kriege ich meine Karten organisiert oder ich muss die trotzdem bezahlen, aber ich kriege die eher so, ich rufe einfach an. Also ich muss nicht am Abendkasse oder irgendwie 3 Monate vorher in der Schlange stehen, um meine gute Karte zu kriegen. Zum Glück, das ist ein Bonus als Sänger. Muss auch ja, sein es gibt Bonus. Nicht viele, aber warum nicht, wenn sowas möglich ist. Ja, ich gehe sehr oft zu Stücke, wie ich vorher gesagt habe, entweder ist es ein Stück, was sehr unbekannt ist, was ich überhaupt nicht kenne und wahrscheinlich vielleicht möglicherweise nie wieder sehen würde, weil es so wenig gemacht wird, oder es ist ein Stück, wo ein spezifischer Darsteller oder Darstellerin singt und ich möchte die oder der unbedingt sehen. Und da habe ich eher einen Grund zu gehen. Und ich bin natürlich sehr schuldig. Es geht nicht, dass ich einfach zu einem Stück gehe und als Fachmann nicht, also alles ausschalte, komplett. Ich versuch's. Na klar. Aber ich guck mal natürlich sehr genau und als Fachmann. Du kannst das Arbeiten nicht aufhören, ne? Dann in dem ich Moment. Ich möchte, also aber dann zum Beispiel, wenn irgendjemand was singt, was sehr schwierig ist oder wenn ein Sänger, Sängerin sehr angespannt ist, dann leide ich ein bisschen mit natürlich oder fange an so ein bisschen nervös oder hibbelig zu sein, aber ich versuche mal auszuschalten und einfach komplett zu genießen. Das ist aber wirklich schwierig. Ich glaube, mein Lieblingsmoment ist einfach zu sehen, ich glaube am Ende, zu sehen, wie die Darsteller ein bisschen privat sich verbeugen, dann nach Hause gehen und darüber nachdenken. Ja, auch manchmal mit die Kollegen, die auf der Bühne standen, ein bisschen danach quatschen und so. Das ist für mich cool. Ja. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr, wir kommen immer wieder zu Sweeney Todd, und ich habe heute Morgen mit ihnen nochmal gesprochen ein bisschen. Ein Kollege, ich habe Sweeney Todd in Aachen letztes Jahr gesehen, auf Englisch.
Und der Darsteller kannte ich nicht persönlich, aber wir haben sehr viele gemeinsame Freunde. Ich habe mich dann vorgestellt als der und der. Ich kenne den und den. Ah ja, okay, ah ja, ich habe von dir gehört und so. Und dann haben wir ein bisschen über die Rolle, ein bisschen gequatscht danach. Und das macht Spaß, also dann also privat die Leute danach zu treffen und ein bisschen darüber zu quatschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Schöner Moment. Genau, also die Leute danach ein bisschen zu sehen und zu ein bisschen darüber zu quatschen. Ich mag auch mal den Applaus total gerne und das Verbeugen, weil genau wie du sagst, irgendwie sind die Darstellenden dann direkt aus ihrer Rolle raus und man sieht die Menschen dahinter. Ja. Und ich mag das hier in Deutschland, dass auch immer so lange Applaus gegeben wird und dass sie immer mehrmals auf die Bühne kommen und sich mehrmals verbeugen dürfen. Ja, ja. Weil zum Beispiel so in London oder so, wenn man da am West End ist, das ist mir total aufgefallen, dass irgendwie zweimal wird sich verbeugt und dann ist vorbei und das Saallicht geht an. Das stimmt. In den USA aber auch teilweise. Es ist sehr inszeniert, die manchmal sieht die Verbeugungen. Genau. Ne? Also, und ich denke, ich würde eigentlich gerne länger klatschen, also habe ich kein Problem mit und ich mag das nämlich auch eigentlich, dieses, dann kommen sie nochmal und nochmal, dann möchte ich sie ja auch feiern. Der Regieassistent steht immer auf der Seitenbühne und sagt, okay, ja nochmal, die klatschen noch. Oder nee, nochmal und die gehen nach Hause. Also, deswegen verstehe ich gut. Ja. Aber gibt es denn einen besonderen Moment dann auch als Darsteller für dich während einer ganzen Vorstellung? Vor einer Vorstellung definitiv nicht. Ist man natürlich angespannt ein bisschen. Bist du immer nervös vor den Vorstellungen? Nein, kaum, wenn überhaupt. Ich war mehr nervös meine Rede, als ich Kammersänger geworden bin. Definitiv mehr nervös da als je zuvor. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man gut vorbereitet ist, hat man keinen Grund, nervös zu sein. Ist eh zu spät. Du kannst nicht mehr an deine Stimme denken. Aber ist es trotzdem irgendwie der erste Einsatz oder so, wenn du im Fluss bist, wenn du merkst, es läuft gut oder? Je nach Rolle, wenn es eine längere Rolle ist, wenn zum Beispiel gleich eine Aria kommt, ja klar, mein erster Aria hinter mir bringen und dann kann ich mich ein bisschen so ausatmen und genießen. Ja, morgen. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Es war super interessant. Danke für deine Zeit. Ganz meinerseits. Es hat Spaß gemacht. Nochmal ganz kurz für euch. Fahrende Partie hat die deutsche Erstaufführung am 1. März. Das ist nicht mehr lang. Also sichert euch Tickets. Ja, und Office in der Unterwelt. Ganz, ganz viele Veranstaltungen noch bis Mai. Genau. Also auf jeden Fall auch angucken. Sehr, sehr lustige Operette. Ich habe zwischendurch so laut gelacht. Das war so schön. Ah, du warst das. Ja. Genau. War wirklich, wirklich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Und deshalb gut hier ins Theater kommen und morgen Moody angucken. Definitiv. Ja, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke dir. Und ihr könnt uns wie immer sehr gerne euer Feedback schreiben. Ja. Am besten bei Instagram. Schreibt einfach dem Theater Dortmund. Wir freuen uns über eure Nachrichten und auch wenn ihr in 2 Wochen hier wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.